bisher. Muss ich ja schon sagen. Da hinten? Du Heiliger, okay. Schauen wir mal. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Lass mal so. Nee. Machen wir es anders. Da. Oh, okay. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Geil. Ey, habe ich jetzt diesen gesamten Bereich zu Ende? Das wäre mal richtig geil. Hier scheint es aber auch... Wow. Gerade windet es hier total. Ich höre den Wind pfeifen. Geil. Ich weiß nicht, kriegt man eine Meldung, wenn man in einer Region alles geschafft hat? Wenn ich das schon sehe hier, wie geil das einfach aussieht. Schatzkarte. Ja genau, schauen wir mal. Aber ich kann ja mal gucken. Nee, Lager. Oh, 97%. Da kommt eins noch, das da hinten dann. Ey, geil. Das Einzige, was mir fehlt, ist noch ein Lager. Ey, wie geil ist das denn? Boah, ich bin happy. I'm happy. Ist das geil. Ist keine Frage, übrigens ist eine Feststellung. Oh, aua, ja, das sah nicht so gesund aus. Geil. Ich kann maximale Munition tragen mittlerweile und alles. Ach, ist das super. So, mal eben hier dran gehen, einmal speichern. So. Bam. Da komme ich noch nicht weiter. Aber hier. Oder. Nee, aber hier war auch was drin. Mal. Ich möchte mal was ausprobieren, wenn ich jetzt hier dran vorbei bin, weil ich glaube, wir sind ja dann hier fertig. Wow, da kam mein Kopf ins Bild. Weil es ist ja Öl, ne? Wie man sieht. Wahrscheinlich zu viel Wasser mit im Gemisch. Oh, ist das geil. Es ist heute so richtig schönes. Es hat vorhin so ein bisschen so Graupelschauer gegeben, sowas in der Art. Beziehungsweise es hat gewittert. Jetzt geregnet. Jetzt ist mittlerweile dunkel draußen. Oh, ist das geil, ey. Hui, das war ein geiler Sprung. Irgendwie ist gerade alles geil bei mir. Ich finde das geil. So, hier oben ist Grimm, genau. Der war zumindest da oben. So. Alles voll, alles voll. Hier haben wir gekämpft, genau. So, jetzt muss ich da oben wieder hochkommen, genau, von hier. Ui. Ups. Na. Schön. Auch das wird demnächst noch schneller gehen. Kann ich schon mal verraten. Ach ja. Die Ansicht hatten wir auch noch nicht. Ey, hallo? Ach, weil ich die Kamera weil ich die Kamera wahrscheinlich in dem Winkel gehalten habe. Was? Ah. Da hat das Spiel sich gesagt, nee, komm. Du darfst nicht so viel in der Landschaft rumgucken, wenn du hier drauf bist. Ja, es geht nicht. Set is not good. So. Bams. Bam. So, die da oben habe ich ja erledigt eigentlich.
Genau, hier ist jetzt Ruhe. Alles voll. Bam. So, jetzt Seilbahn. Was? Ach so, ich hab gerade wieder irgendwie Musik getriggert. Na? Komm. Na, sie ist schon wieder auf so 7:30 Stellung. Aus dem Schäden wäre so viele Fässer. Bist du da? Das ist eine Falle! Zeig ihm die Zähne, Lara! Mach sie fertig! Oh nein. Kopfschuss, geil, von der Entfernung. Ich darf hier nicht runter gerade. Kein Schuss mehr für die MG. Ich sehe aber keinen mehr. Gerade zumindest nicht. So, jetzt darf ich auch hier runter. Da habe ich, na, da gerade was gesehen, da hinten. Das kann auf jeden Fall wegbrennen. Okay. Ich höre Musik, aber ich sehe keinen. Das ist irritierend. Das ist wie, wenn man blind auf ein Konzert geht. Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst, du Wichser. Ja, 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 ja. Wow! Scheiße. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Scheiße, ihr wisst vielleicht doch, wo ich bin. Oh, ey, die können aber auch zielen, die Wichser, ey. So, MG nachladen. Ich muss woanders hin. Oh, ey, Leute. Ich meine, ich habe nicht die Erwartung, dass es einfacher wird, aber wow. Na komm. Ey, wie gut können die zielen, ey? Ich meine, die hatten eine gute Ausbildung anscheinend. Vor allem immer der Wichser, ne? Ich komme gleich rüber zu dir, weißt du was? Dann kannst du mich am Fuß küssen. Ich glaube, der lebt immer noch, oder? Das hat schon seinen Charme. Habe ich denn
Alter. Ein Wichser, ey. Wie gut kann der denn werfen? Ist doch unnormal. It's abnormal, you know. Weg, 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 weg! Wow! Ja, ich halte aber auch ein bisschen mehr aus mittlerweile, glaube ich. Ja, er brennt. Ach, jetzt, natürlich, jetzt kommt Verstärkung. Es war so klar. Schade, ich dachte, es trifft mich nicht. Boah, den habe ich doch sowas von im Kopf, im Gesicht getroffen. Ist die beste Verteidigung. Sie wehrt sich auch noch. Es ist ja verpönt. Weg, 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 weg. Nachladen. Quick, 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 quick! Oh! Könnt ihr euch mal bitte ein bisschen einigen? Nachladen. Das ist nur noch der eine, oder? Kann das sein? Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Ich glaube, das geht nicht so gut für ihn aus. Auch ein... Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Ja, eher ein Negativpunkt aus meiner Sicht bei diesem Spiel. Einer der wenigen. Aber es hat durchaus Negativpunkte auch. Ist, dass die Charakterzeichnung der Nebencharaktere teilweise wirklich sehr flach geraten ist. Also ich meine, es wird sicherlich nicht erwartet, dass man jetzt, nachdem Grimm jetzt irgendwie da in Abgrund gestürzt ist, in der Ecke sitzt und heult. Das nicht. Aber... Wie soll man sagen? Sagen wir mal... Wie heißt sie nochmal? Guck mal, ob ich was nachladen kann. Wie heißt sie denn nochmal? Das Skript geschrieben hat quasi, die Story.
Die hat es leider, finde ich, nicht so gut geschafft, die Charaktere teilweise zu mehr als zeitweiligen Nebencharakteren werden zu lassen. Von Lara jetzt abgesehen und Roth so ein bisschen vielleicht haben sie gut geschafft und so. Aber das ist so ein kleiner Kritikpunkt zum Beispiel. Ich meine, ich fand den Grimm nett und sowas alles, aber ja, gut, dann ist er halt jetzt gestorben, ne? Man könnte auch sagen, okay, Dave, du bist unmenschlich, aber ich weiß nicht. Also in anderen Spielen wäre mir das näher gegangen, glaube ich, wenn es eine bessere Charakterdichte, Charaktertiefe gegeben hätte als hier. Will ich jetzt nicht sagen, dass es grottig ist, auch das nicht, aber ja. Ich sag mal, ich kann ihre Emotionen rein logisch nachvollziehen, aber ich kann sie jetzt nicht selber irgendwie. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt großartig traurig bin, dass jetzt Grimm tot ist. Natürlich finde ich es nicht gut, aber. Hm. Also ich hoffe mal, ihr versteht, wie ich das meine. Aber man darf und ich finde, wenn man einem Spiel gerecht sein will und fair sein will, dann muss man auch. Ich betone es mal so, auch mal ein paar kritische Töne anmerken, in negativer Hinsicht und nicht nur positive Sachen, was ja oft und gern getan wird, was ja auch berechtigt ist, wenn es so ist, aber das Negative, das muss halt mal auch angesprochen werden, finde ich. Das gehört genau dazu wie das Positive, zu einem Spiel, Film, Musik, bla. Solange man es begründen kann und nicht einfach sagt, oh, das ist aber scheiße, dann habe ich da auch überhaupt nie Probleme mit. Ich persönlich zum Beispiel. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein, darum geht's nicht, aber ja. Jetzt gibt's hier so viele Wege. Da kann man her. Da komme ich nur wieder runter. Das bringt mir alles nichts. Komme ich denn hier woanders hin? Nee, komme ich auch nur dahin. Das sieht geil aus, das Ding. Da ist auf jeden Fall eine Kletterwand. Okay, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Mal eben kurz auf die Karte gucken. Hey, da ist sie! Ja. Durchschneiden! Oh nö! Schon dabei! Ja, ich versuche nochmal so weit zu kommen, wie es geht. Scheiße! Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Gott sei Dank. Ha! Roth! Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Oh. Es wird vonnöten sein. Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Jo. Wo ist er denn da? Da müsste er doch sein, aber ich sehe ihn nicht. Oder nee, da müsste er sein, ne? Sehe ich ihn aber auch nicht. Spannend. Obwohl, er guckt jetzt wahrscheinlich ja dahin. Also das ist jetzt unser Ziel da oben, die Brücke, wo ich schon mal vor ein paar Folgen sagte für euch. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hol sie wieder raus. Ja,
dachte gerade eben, sie meinte das ironisch, wie sie das betont hat. Das ist ja großartig, Roth. Ja. So ein paar Nuancen des Gesprochenen sind ein bisschen... Aber im Großen und Ganzen finde ich trotzdem, dass Nora Tschirner da als Lara, wie auch immer, einen guten Job macht. Im Großen und Ganzen. Und die meisten anderen Leute auch. Klar geht das noch besser alles, aber ja. Ja, May. Ich sehe überall nur Pfeile hier. Salvenmodus, ja. Interessiert mich halt nicht so, ne? Aber wenn es das einzige ist, wurde. Moment. 1, 2 zurück. Das hatte ich auch schon. Kann ich das auch entmeistern wieder? Nee, ne? Fragen, die nur Dave stellt. Ja gut, wenn es das einzige ist, dann mache ich das halt noch. Den Salvenmodus. Dann wird es nämlich Zeit, dass ich mal neue Dingens brauche. Neue, Waffenteile und solche Sachen. Damit ich wieder neue Funktionen freischalten kann. Ja, das wird noch spannend. Würde ich sagen. Die Brücke hat auch mal ihr bessere Zeiten gesehen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist da hinten der Ort, wo wir hinterher noch hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Gut. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Dankeschön auf jeden Fall schon mal, Roth. Das ist gut so. Hoffentlich, hier ist keiner. Aber hier ist es relativ ruhig. Explosives, okay. Kann ich so eine Dynamitstange mitnehmen? Das habe ich mich ja sowieso auch schon so ein bisschen gefragt, wo die das ganze Dynamit her haben. Lag das hier auf der Insel rum? Haben sie das mitgebracht? Ist das noch aus diesen Zweiten Weltkrieg-Bunkern hier, Stützpunkten, oder? Muss ja. Und dann, selbst wenn ja, kann das so lange die Zeit überdauern, ohne wenn es nass wird und sowas, dass es dann noch funktioniert und alles? Also, schon interessant. So, Speicherpunkt. Hier wird es jetzt, glaube ich, gleich knifflig. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Wow. Okay. Was zum Teufel ist da unten los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Onis, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit uns. Ich hab gerade nicht viel Möglichkeiten, die Kamera zu bewegen. Auch wieder was. Ja gut, das wurde jetzt getriggert. Da konnte ich nichts gegen machen. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Jetzt los! Halt! Warte! Hab ihn fast! Los! Ich finde diese Szene sehr geil, halt, ehrlich gesagt. Warte! Lara, der Weg müsste frei sein.
Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich brech dir das Genick! Ergib dich! Wir hatten schon lange kein Quicktime-Event mehr. Lara, es sind zu viele! Verschwinde von da! Wow! Ja. Lara, es sind zu viele! Okay. Alter! Und das Gamepad vibriert zum Tode. Hoch, 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 hoch. Gut, dass ich jetzt auch schneller klettern kann. Oh, doch, ist gut schneller, doch, doch. Okay, ich gehe jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Ross. Und ich komme zurück. Versprochen. Hey, finden Sie ein Lager? Oh ja, geil. Bitte.